Was ist besser, tanzen oder Fahrräder klauen? Na, eine auf den ersten Blick vielleicht komische Frage. Für einige Jugendliche allerdings war Räder klauen bisher ganz normal, bis sie richtig tanzen lernten. Das haben sie dem Münchner Verein Damn Diddy Do zu verdanken. Sabine Kikul hat sich dort mal genau umgesehen. Sie tanzen, als ginge es um ihr Leben. Und genau genommen ist das auch so. Die meisten hier sind Heim- oder Flüchtlingskinder. Aufgeknackte Automaten, Schlägereien oder Diebstahl. Vor Damn Diddy Do war das für die Jungs Alltag. Wo ich noch nicht bei Damn Diddy Do getanzt habe, habe ich halt viel Scheiße gebaut. Ich war immer auf der Straße, so hatte halt nichts Besseres zu tun und so. Haben halt so Fahrräder und so, haben wir geklaut und so. Das ist vorbei. Heute tanzt er Hip-Hop. Mit der Tanzgruppe kam neues Selbstbewusstsein, neuer Mut, kamen neue Freunde. Und Erfolg, denn die Gruppe hat schon mehrere Meisterschaften gewonnen. Wenn sie auf der Bühne stehen, dann merken die Kinder einfach, okay, sie kriegen Applaus, sie kriegen Bestätigung in ihrem Talent, sie erhalten ihre Würde auch wieder zurück. Die Gruppe ist für die Jugendlichen wie eine Familie geworden. Das gibt ihnen Halt und eine Perspektive. Gewalt ist absolut tabu. Multikulti funktioniert bei Damn Diddy Do bestens. Ja, dass wir halt alle von anderen Ländern kommen und uns trotzdem so gut verstehen. Und dass wir aber wir sind zusammengewachsen und wir lieben uns alle sozusagen. Von der Straße auf die Bühne. Diese Jungs haben keine Angst mehr vor der Zukunft. Das Tanzen, eine Chance, die Spaß macht. Gute Sache.